In diesem Video geht es um das Einbleien bzw. Einmörteln dieses schmiedeeisernen Geländers. Die Herstellung dieses Geländers habe ich einem vorherigen Video gezeigt. Oben gibt es einen Link dazu. Bevor ich nun zeige, wie ich mein schmiedeeisernes Geländer befestige, muss ich euch doch erst nochmal hier dieses Wunderwerk der Schmiedekunst zeigen. Erst gerade vor, ich glaube, 14 Tagen so auf einem Dorfflohmarkt hier in der Nähe gefunden. Und ehrlich gesagt, ich habe es übersehen. Also meine Frau hat es entdeckt. Auf einem Tisch, wo eigentlich nur neue Sachen standen. Dieses alte, ja, was soll man sagen, Wurstaufhängegerät oder ja, auf jeden Fall wohl aus einer Metzgerei, wo dann eben hier tatsächlich die Würste hingen. Aber entscheidend ist einfach wirklich hier diese schmiedeeiserne Feinarbeit. Man mal genau sich hier oben schaut, hier oben aus einem Stück geviertelt, dann laufen hier diese Stäbe runter, werden gedreht, weiter hier alles aus einem Stück bis hier unten, hier nochmal flach geknopft, hier flach geklopft, hier nochmal aufgeteilt, aufgesplittert in so feinen Drähten, die dann nochmal gedreht wurden. Ja, dann nochmal hier zwischen auch nochmal ähnliche Teile mit einem Vogel ausgestanzt hier und die dann alle in so einem, an so einem Ring mit einer, mit Nieten befestigt. Also wirklich ein ganz tolles Teil. Es gibt ja noch viele schmiedeeiserne alte Sachen. Man muss sie wirklich einfach nur entdecken. Hier bohre ich jetzt das erste Loch mit einem Bohrhammer in die Betontreppe. Die stammt noch aus einer Zeit vor meiner Anwesenheit. Zum Glück hat sie schon ein bisschen Patina angesetzt, sodass das nicht mehr so toll auffällt, dass sie aus Beton ist. Auch in die Hauswand möchte ich die Geländerstäbe einbleien. Auch da setze ich den Bohrer an, allerdings keinen Hammerbohrer, sondern einer, der nicht so stark schlägt. Denn ich habe hier schließlich Feldbrandsteine, weiche Steine. Ja, und muss natürlich auch hier schräg dann das Ganze einbohren. Und gerade an so einer Hausecke ist natürlich schnell mit einem Ausbruch zu rechnen bei diesen Steinen, und das ist mir dann auch tatsächlich passiert bei der oberen Ecke, so dass ich diese wieder einmörteln muss. Es sieht jetzt so aus, dass ich hier den Pfosten in diese Stufe einbleien möchte und auch den unteren Geländestab, auch der soll eingebleit werden dort. Ich habe ja schon so ein bisschen Erfahrung mit Einbleien. In einem Video habe ich das ja gezeigt. Hier mache ich jetzt etwas anders. Also hier mache ich jetzt keinen Ton davor, sondern habe hier, weil ich schon jetzt so viel Erfahrung mit Lehm habe, mache ich einfach jetzt eine Lehmpackung davor, damit das Blei nicht rausläuft. Einfüllen will ich es von hier oben. Hier habe ich nochmal ein extra Loch gebohrt. Also der Stab, der geht ja so gut 20 cm rein. Und dann sollte hier das flüssige Blei einfließen. Bis hier, wo dann hier jetzt halt der durch den Lehm es nicht weiter kann. Also ich gehe davon aus, also dass das Blei erkaltet dann natürlich an den feuchten Lehm sofort und erstarrt dann auch, ganz klar, dass es dann nicht rausläuft. Und oben, auch hier oben habe ich ein zusätzliches Loch hier in der Fuge. Da will ich dann hier mit so einem, mit dem Blech das Blei reinlaufen lassen, dass das auch hier dann alles ausgefüllt ist. So, als erstes verschmiere ich jetzt mal hier das Loch. Ja, Junge, vielleicht hättest du vorher mal die Steine ein bisschen sauber gemacht, dann würde es auch besser haften. Außerdem kannst du deiner Frau sagen, sie sollte mal wieder die Haare schneiden.
Man sieht ja fast nichts mehr. Also dieser Schmelzprozess auf einer ganz normalen Elektroplatte hat schon etwas Faszinierendes. Du wirst wahrscheinlich so ähnlich wie mit Zinn sein, aber ich mache das ja nun auch nicht jeden Tag. Dass es plötzlich dann dieses Blei flüssig wird, mir war auch nicht ganz klar, ob das jetzt hier so einfach reingeht ins Loch oder ob die Masse eher zäh ist und es ist so dünnflüssig, obwohl schwer, also gar kein Problem, das hier einzugießen. Also die Idee mit dem Blech oben war sicherlich nicht verkehrt. Allerdings habe ich mich da vollkommen vertan mit der Füllmenge, die hier reinging, sodass also ganz schnell überlief. Und vor allen Dingen war dann der ganze Boden voll kleiner Bleistücke. Also das spritzt schon irgendwie sehr merkwürdig dann. Leider hat dann auch das Blech sogar nachher ein Loch, obwohl ja eigentlich das Blech aus Zink ist und eigentlich viel mehr Hitze verträgt als das flüssige Blei. Hier wasche ich jetzt den Lehm wieder von den Steinen ab und ich muss sagen, das klappt sehr gut mit Lehm, da braucht man also wirklich nicht extra sich Ton zu besorgen. Und wie man hier dann auch sieht, ist das Blei auch bis auf die Stange durchgeflossen. Der Geländerstab saß jetzt doch etwas locker im Ständer. Was tun? Ja, im Nachhinein hätte ich natürlich auch hier einbleien können wahrscheinlich. Aber das ist mir nicht so schnell eingefallen. Ich habe dann einfach hier verzinkte Haken, die konisch zulaufen unten in der Spitze, hier erstmal so eingeschlagen und die dann entsprechend abgelenkt, abgeschnitten und dann die kleinen Keile hier eingeschlagen. Kann man ja immer noch mal ändern. Beim Ausbruch des oberen Loches für den oberen Geländerstab habe ich erstmal einen passenden neuen Stein besorgt und das Ganze dann mit natürlich hydraulischem Kalk wieder eingemörtelt. Das war dann auch schon am nächsten Tag wieder recht fest. Hier habe ich übrigens einen natürlich hydraulischen Kalk benutzt, der bereits 1,5 Jahre alt war. Das funktioniert also auch noch, obwohl eigentlich die Haltbarkeit ja nur ein halbes Jahr ist. Aber wenn man so einen Kalk dann einfach in einem fest verschlossenen Gefäß aufbewahrt, irgendein Plastikeimer mit Deckel, dann hält das auch wesentlich länger. Wenn der Mörtel später die Festigkeit hat, der zu vermörtelnden Steine, und das sind ja hier Feldbrandsteine, dann ist man eigentlich immer auf der richtigen Seite. Wie sieht es eigentlich mit den Einbleiungen aus, die ich vor 5 Jahren getätigt habe und über die ich ja Videos gedreht habe? Das schauen wir uns jetzt hier mal an. Die Einbleiungen hier an den Sandsteinpfählen sind einwandfrei. Auch das Püppchen, was ich vor 5 Jahren hier befestigt habe, was die Türe hält, mit Bleiwolle habe ich es eingelassen. Ist zwar ein bisschen wackelig geworden, müsste ich mal nachverdichten, aber hält auch einwandfrei. Interessant ist, dass diese Bleiwolle gar nicht mehr so zu erkennen ist. Durch Oxidation ist es so richtig jetzt so klumpig geworden. Nur der obere Kloben dieses langen Tores, der ist mir schon mehrmals rausgegangen. Da haben einfach die Einkerbungen im Kloben nicht ausgereicht, um ihn im Blei festzuhalten. Da müsste man sicherlich den Kloben besser aufspalten. Aber ich habe hier mit Metallstab und Hammer das Ganze wieder verdichtet und er sitzt wieder fest.